Tiere, Animals, Natur, Selbkenzi, Seltsamkenzi. Autor de Seltsamkenzi. Der Elch, Alces alces, ist der größte heute vorkommende Hirsch. Sein Lebensraum erstreckt sich über Nordeuropa, Nordasien und Nordamerika. Der Elch wird von der IUCN als nicht gefährdet eingestuft. Der Elch hat eine Kopfrumpflänge bis 3 Meter, eine maximale Schulterhöhe von 2,3 mm. Er wiegt bis 800 Kilogramm. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Die Körpergröße und das Gewicht sind allerdings je nach Unterart, Lebensraum und Lebensbedingungen unterschiedlich. Bei Elken, die in den 1950er Jahren am Oberlauf des Pechora im nördlichen, europäischen Teil Russlands geschossen wurden, erreichten männliche Tiere maximal ein Gewicht von 518 Kilogramm. Elchkühe wogen maximale 423 Kilogramm. Eckige Klammer auf Stern 1 eckige Klammer zu. Elchhirsche sind ab dem dritten Lebensjahr durchschnittlich schwerer als die Weibchen. Die Widerristhöhe der Elke aus der Pechora-Tariga betrug maximal 190 cm. Körperbau eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Charakteristisch für den Körperbau des Elkes ist der kurze maßige Rumpf mit seinen relativ langen Gliedmaßen. Der Brustkorb ist bei erwachsenen Tieren stark entwickelt und die Schulterpartei muskulös. Die Wirbel der Brustwirbelsäule tragen verlängerte Dornfortsätze. Dort setzen die Muskeln und Bänder an, die das Gewicht des Geweihes tragen. Dadurch entsteht ein erhöhter Widerrist, der typische Elchbuckel, der mit langen, abstehenden Haaren bedeckt ist. Der schwächer ausgebildete hintere Teil des Rumpfes fällt nach hinten ab. Eckige Klammer auf Stern 2 eckige Klammer zu. Der mit Haaren bedeckte Schwanz ist mit 8 bis 10 cm eher kurz und erreicht nur ein Drittel der Länge der Ohren. Er liegt dicht am Körper an und tritt kaum aus dem Fell hervor. Ein auffälliger Geschlechtsdimorphismus besteht bezogen auf den Körperbau nicht. Elchkühe sind lediglich etwas leichter, der Widerrist tritt nicht so stark in Erscheinung und die Schulterpartei ist etwas schwächer bemuskelt. Die Ohren sind breit, länglich oval und laufen an den Enden etwas spitz zu. Die Augen sind im Verhältnis zum Kopf sehr klein. Die Augenfarbe ist dunkel. Die Voraugendrüse, die sich bei allen Hirschen findet, ist beim Elch verhältnismäßig klein. Charakteristisch für den Elch ist die breite und überhängende Oberlippe. Sie verleiht dem Gesichtsprofil eine gekrümmte Linie. Bei beiden Geschlechtern findet sich ein Kinnbart, der am größten bei Elken zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr ist. Er ist dann durchschnittlich 20 bis 25 cm lang. Einzelne Individuen weisen aber auch einen deutlich längeren Kinnbart auf. Bei älteren Elken kann dieser Kinnbart fast verschwunden sein. Eckige Klammer auf Stern 3 eckige Klammer zu. Je nach Alter und Geschlecht beträgt die Beinlänge bei europäischen Elken 90 bis 110 cm. Bei Alaska-Elken sind die Beine etwa 10 cm länger. Die Vorder- und Hinterhandgelenke sind sehr beweglich, was dem Elken in unebenem Gelände eine sehr schnelle Fortbewegung ermöglicht. Die langen Beine machen sie für den Aufenthalt in Sümpfen und Mooren besonders geeignet. Elke besitzen an Vorder- und Hinterbeinen Zwischenklammdrüsen, mit denen sie Duftspuren legen. Elke sind Paarhufer und haben somit gespaltene Hufe. Ein Huf besteht jeweils aus den zwei Hauptklauen oder Schalen und einer Afterklaue. Die Hauptklauen sind bis zu 18 cm lang, laufen spitz aus und sind insbesondere an der Vorderseite hart und scharfkantig. Die vorderen Hufe sind etwas größer und breiter als die Hintern. Eine Besonderheit ist die sogenannte Schwimmhaut, eine Verbindungshaut zwischen den großen Schalen. Man findet sie nur beim Elch. Keine andere Hirschart weist diese Eigenart auf. Die Hufe sind immer etwas gespreizt, auf weichem Grund gehen sie besonders weit auseinander, dabei spannt sich die Schwimmhaut und vermindert das Einsinken im Schnee oder nur astigen Boden. Bei weit gespreizten Hufen übernehmen auch die Afterklauen eine Stützfunktion. Eckige Klammer auf Stern 4 eckige Klammer zu. Fell und Fellfarbe eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Das Haar ist grob und hart. Die längsten Haare finden sich am Widerrist. Die
durchschnittliche Länge der Haare beträgt an dieser Stelle 16 bis 18 cm.